herzlich willkommen zum Rundgang vom Liederfrühling im wunderschönen Monat Mai. Wir wandern zusammen an stimmige und lauschige Orte von unserem Zürich, wo das Lied am ehesten zu seiner Wirkung kommt. Wir sind hier beim Haus zum Lindengarten, dem eigentlichen Ursprung vom Verein Freunde des Liedes. Vor über 25 Jahren haben hier drin auf dem Dachstock oben die ersten Konzerte stattgefunden. Leider wird das Haus jetzt geschlossen für Konzerte und eines der letzten Konzerte wird im Rahmen des Liederfrühlings am Freitagabend, am 12. Mai, stattfinden. Ja, ja, hi, hi, ha. Ja, Sie hören schon die wunderbare Akustik rein schon im Stegenhaus. Es kann aber nur besser werden. Und darum macht Julian Bregardien gerade zwei Konzerte drin. Einmal allein und zweimal mit Mitgliedern vom Opernstudio Zürich. Fast so gemütlich ist es dann am Samstagmittag um 12:30 hier in der Froschaugasse im Notenpunkt, im Musikgeschäft. Das Lokal hier hat schon Haufen erlebt. Früher war es einmal eine Synagoge, später ein stadtbekannter Trödlerladen, der ganz Zürich eingekauft hat. Und jetzt steht sogar ein Flügel da. Und darum wird uns Christian Immler und Els Biesemanns ein geistliches Programm präsentieren mit Liedern von Johann Sebastian Bach, einem berühmten Schemelli-Gesangsbuch, am Hugo Wolf und dem Franz Liszt. Das Lexikon der Gesangsstimme, das gibt mir Stichwort. Wir sind nämlich hier im Hof vom Musikwissenschaftlichen Institut. Da können Sie dann einen Vortrag von Professor Dr. Thomas Seedorf geniessen über die Entwicklung des Lieds vom 19. bis 20. Jahrhundert, über die gesellschaftliche Beachtung, über den Weg, den das Lied gemacht hat, aus dem privaten Raum in öffentlichen Konzertsaal, wird sicher eine ganz spannende Sache. Jetzt sind wir im altehrwürdigen Zunftsaal zur Waag. Darin werden am Sonntag, am 14. Mai, um 13:30 zwei Studenten von der ZHDK ein Konzert präsentieren mit den schönsten Liebesliedern für Jungverliebte oder für solche, die es geblieben sind, mit dem Opus 37 von Robert Schumann am Liebesfrühling. Wie Sie ja wahrscheinlich wissen, schließt nächstes Jahr die Tonhalle Zürich wegen Renovationsarbeiten. Darum haben wir auf die Suche gehen nach neuen Konzertorten. Und ein paar probieren wir jetzt schon aus, in diesem Liederfrühling. Und ab nächstem Jahr sind wir vorübergehend entweder in der Tonhalle Maag oder im grossen Saal vom Alten Konzi MKZ Zürich, an der Florhofgasse, oder eben dann auch in der Toni Areal in der ZHDK draussen. Haben Sie ihn erkannt? Wir sind jetzt im grossen Saal vom Alten Konzi Zürich, der heutigen MKZ. Da wieder zwei sehr, sehr schöne Konzerte stattfinden. Zuerst einmal der Jugendchor von der MKZ und dann zu Primetime am Samstagabend das Konzert von unserem Vorstand mit Cornelia Kalisch als Sprecherin, Hans Adolfsen am Klavier und meiner Wenigkeit als Sänger. Zu guter Letzt wird da Ihnen am Sonntagabend ein Liederabend stattfinden mit Julia Kleiter, zusammen mit ihrem Cousin Julian Bregardien. Begleitet werden sie vom Pianist Christoph Schnackerts. Das ist aber nicht der Schluss unserer Saison. Nein, bereits am Montagabend, am 15. Mai, also einen Tag später, wird nochmal ein Konzert stattfinden, als letztes in der Tonhalle Zürich, mit einem äußerst vielversprechenden jungen Liedduo, quasi als Lichtblick in die Zukunft des Lieds. Kommen Sie, bringen Sie möglichst jemanden mit, vielleicht sogar zwei, drei Personen.
begeben Sie sich mit uns zusammen auf einen neuen Weg mit dem altbewährten Lied.